Eine neue Runde, sie ein neues Leben. Da, Ja, willkommen zurück. Wir sind hier in der nächsten Runde und wir spielen jetzt selber die St. Louis, die besagte Titanic. Ich halte von dem Schiff nicht wirklich viel, muss ich zu meiner Peinlichkeit gestehen, weil die St. Louis, ich weiß nicht, das ist einfach nur ein dickes Mädchen auf einem riesengroßen Meer, ja. Ja, egal. Volle Fahrt, voraus, ab ins Gefecht. Wir haben noch nichts erforscht, wir können noch nichts erforschen, außer wir würden freie XP benutzen, das mache ich nicht. Nicht für so ein Dreckschiff. Das Einzige, was sie wirklich gut kann, ist Dauerfeuer. Dauerfeuer, da ist eine Spezialistin drin, ja. Sie feuert und feuert und feuert und feuert und feuert. Aber, ja, schauen wir mal, was da zu reißen ist. Ich meine, was natürlich mich jetzt ein bisschen an, wir spielen immer auf diesen kleinen Maps, weil wir haben ja nur kleine Schiffchen, ne? Weil stellt euch vor, wir würden jetzt mit einem Tier 3 oder Tier 2 auf den großen Maps spielen von den Schlachtis. Ja, wir würden ja versinken, bis wir mal beim Gegner wären. Also da wird uns vorher das Benzin ausgehen, denke ich mal. Weil später schießen wir mal eben auf 20, 30 Kilometer Entfernung. Von daher, da sind die Maps dann gleich mal 100 Kilometer groß. Gut. Da sehen wir die St. Louis. Das dicke Mädchen. Wir gehen auf volle Fahrt. Mein Standardleitspruch, AP-Munition. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. Wir werden einfach mal... Ja, ein bisschen mal tricky spielen. Das läuft momentan so gut bei uns. Wir haben wieder dreifach XP, das heißt, wir müssen wieder mindestens ein, zwei Kills holen. Am besten auch überleben, damit es richtig ordentlich Power gibt, damit man zum Schlachti rüberkommt. Das ist ja unser eigentliches Ziel. Und schauen wir mal, wie es wird. Okay, wir sind im Match. Ich richte die Kanonen auf die linke Seite aus, ziehe über A hoch. Kennt's ja, also mein Plan ist wieder hier oben entlang. Ich weiß, ich lasse jetzt meine Kollegen bei B im Stich, aber rein taktisch gesehen, wenn man schlau ist, lässt man nur die Zerstörer jetzt mal in Richtung B flitzen, aber über A wohlgemerkt, damit die B... Bitte? damit man möglichst, wie weit sind die weg? 3,5, okay, 13,5. Damit man möglichst dann von A und von C aus feuern könnte auf die Mitte, das wäre natürlich taktisch viel klüger. Aber das verstehen die meisten nicht. So, wir schippern jetzt erstmal hoch Richtung A zu unseren Kollegen. Der Zerstörer schließt sich uns an. Was hat denn der für einen? Eine Storoshevo. Storoshevoi, keine Ahnung. Kenne ich nicht, sagt mir jetzt überhaupt nichts. Das wird ein Japaner sein. Gegner haben zwei Schlachtis. Okay. Naja, schauen wir mal, wie es läuft. Wir haben, ihr seht es jetzt unten an den Kanonen, wir haben jede Menge Kanonen, deswegen, das meinte ich, die St. Louis ist einfach ein Monstrum, was Dauerfeuer angeht. Da schießt auch eine St. Louis, eindeutig. Das ist einfach Wahnsinn, was die an Kugeln rausrotzen kann. Die ist natürlich der absolute Tod für Zerstörer, weil so viele Kanonen einfach einschlagen. Ja, wir werden zuerst auf den Kreuzer treffen. Ich überlege jetzt gerade, ob wir auf die HE-Munition wechseln. Zwei Kreuzis. Wir probieren es mit der AP-Munition. Wir probieren es. So, wir laden durch. Müssen einen Tick nach rechts drehen. Und wir setzen mal eine Salve dahin. Ey, wie krank, oder? So, wir sehen ihn nicht mehr. Ein paar Sekunden. Der hat Nebel gezündet, garantiert. Ich setze jetzt einfach mal dahin. Aber nee, es ist zu flach. Die Schussreichweite ist halt auch so extrem low noch. Wow, schöner Treffer vom Zerstörer. Ja, wenn ich da jetzt hinschieße, treffe ich unseren eigenen. Aber wir haben den Zerstörer mal angekratzt. Aber ich glaube, wir sollten... Ich glaube, wir sollten auf die HE gehen, oder? Was meint ihr? Wir rotzen da jetzt nochmal hin. 600 Schaden nur. Wir gehen als nächstes dann auf die HE-Munition. Das bringt so nichts. So, ich denke mal, er nimmt jetzt Kurs auf uns. Wir kommen jetzt aber hier oben recht weit oben drüber entlang. Da kommen Torpedos. Die gehen auf ihn. Okay. Jetzt haben wir natürlich da den Kreuzer. Vielleicht können wir ihn wenigstens in Brand setzen. Ja, sehr schön. Ich muss mich zuerst um die Zerstörer kümmern. Es geht nicht anders. Wir können uns jetzt nicht mit den Kreuzern aufhalten. Weil wenn wir uns jetzt mit den Kreuzes aufhalten, machen wir uns die scheiß Zerstörer platt. Das
natürlich richtig scheiße jetzt für uns. Der setzt jetzt natürlich Torpedos ins Wasser. Hat den idealen Schusswinkel, deswegen drehe ich jetzt schon direkt. So, der fackelt erstmal. Ihr seht's, was das an Schaden macht. Ihr seht's. Feueralarm! Wenn man die richtige Munition, das richtige Schiff benutzt. Boom. Problem gelöst! Hauptturm kritisch beschädigt! Scheiße. Jawohl, er ist zerstört, er ist abgefackelt. Jetzt sollten wir aber... Zerstörer versenkt. Jetzt sollten wir ganz, ganz schnell gucken, dass wir Land gewinnen. Wir müssen jetzt hier hochkommen. Torpedos auf Backbord. Die treffen uns nicht, weil wir weggelenkt haben. Aus. Knappes Ding, du. Okay. Neu ausrichten, die Geschütze, die noch funktionieren. Wir müssen da vorne den jetzt ins Visier nehmen. Ich weiß nicht, ob der andere Zerstörer noch lebt. Können wir uns jetzt aber nicht drauf konzentrieren. Er trifft. Hat aber die falsche Muni scheinbar. Oh, das ist ein Schlachti. Nee, ist kein Schlachti. Alter Finne. Jungchen, machst du Schaden. So, jetzt hauen wir aber zurück hier. Aber wir müssen weiter vorhalten. Nur irgendwo wird da der Kartenrand kommen. Und dann hängen wir mehr oder weniger fest. Da ist der Kartenrand. Oh, wir kriegen jetzt ganz schön Breitsalbe von beiden Seiten. Ich versuche jetzt beizudrehen. Oh, das tut weh. Das tut jetzt gerade richtig weh, ne? Kommt schon. Ah, jetzt brennen wir auch noch. Also einstecken kann unser dickes Mädchen, ja? Komm, wir müssen ein paar Schüsse rauskriegen. Okay, wir sind weg. Wir sind weg. Wir haben einen Kill gemacht. Aber ordentlich Schaden ausgeteilt, würde ich sagen. Also es hat recht gut funktioniert, aber wir haben zu viel Schaden gefressen. Ah, ärgerlich. Ja gut, wir haben auch keine Feuerunterstützung mehr oben, weil wir haben zu wenig Teammates. Viel wie absaufen. Einfach nur genial. Okay, das war jetzt eine Runde, die hat nicht so schön funktioniert, weil unsere Teamkollegen zu schnell versenkt wurden, aber wir haben immerhin den Zerstörer aus dem Gefecht genommen. Aber ihr seht's, ne? Nutzt auf jeden Fall AP-Munition gegen gleich starke Schiffe und AE-Munition gegen schwächere Schiffe. Dann funktioniert's. Ihr habt gesehen, wie schnell der Zerstörer plötzlich weg war, nachdem ich einfach auf die HE-Munition gewechselt habe. Weil die Zerstörer ein bisschen Flitzpiep. Die halt nicht viel aus. Also, HE. Ganz wichtig, HE-Munition. So, jetzt schauen wir hier mal bei den Kollegen zu, was die treiben. Natürlich noch den einen Schlachti da vorne dabei. Haben wir denn unsere South Carolina? Ja, die ist aber auf dem Weg nach vorne. Der hat ein Elite-Schiff dabei, also ein Premium-Schiff. Hier ist unser Schlachtschiff, schaut euch das mal an. Ist das nicht ein Traum, solche Schiffe? Schwimmende Festung, sage ich nur. Schwimmende Festung. Boah. Ja, und wo die hinrotzen, wächst halt kein Land mehr. Wenn der die richtige Munition verwendet. Admiral irgendwer. Das war nicht er. Aber er nutzt die Insel gut als seine Deckung erstmal. Das. Ah, ich möchte mir noch nicht anmaßen, ein Urteil zu geben, wer gewinnen wird. Es sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus für ihn. Ich weiß, wir haben den Fehler gemacht, wir haben uns zu weit vorgetraut. Wir hätten weiter hinten bleiben sollen, wir hätten erstmal die Zerstörer abwarten sollen, die ausschalten müssen und dann weiter vorpreschen sollen. Den Fehler habe ich gemacht, den muss ich mir eingestehen. Aber, ja, jetzt warten wir es mal ab. Aktuell steht es 4-6. Und die Gegner haben noch einen Zerstörer. Der da vorne ist fast platt. Eine Chester. Oh, und da kommt der andere Schlachti. Schlachti gegen Schlachti. Oh, wei. Bitte nimm... Oh, Torpedos von vorne. Jungchen, dreh bei und mach den platt. Beidrehen. Denk nach. Er fährt stur geradeaus und fährt in die Torpedos rein. Das war klar. Ja gut, ich meine, man sollte natürlich immer bedenken, wenn ich einen Zerstörer vor mir habe, wann ist die logischste Situation, wann er seine Torpedos ins Wasser setzt? Dann, wenn er möglichst eine große Angriffsfläche hat oder ihr nicht ausweichen könnt. Dementsprechend versucht, das auszumanövrieren, bevor er sie aussetzt. Weil wenn ihr rechtzeitig reagiert, so wie vorhin, trifft er euch einfach nicht. Auch mit einem Schlachti nicht.
der Kollege ist hier ziemlich unter Bedrängnis. Die anderen Kreuzis können nicht viel, wirklich viel machen, außer den Plasma ausreden, oder? Alter Finne. Das war auch mehr als knappe. Er legt sich jetzt natürlich mit dem anderen Stachy an. Das ist natürlich jetzt nicht die verkehrteste Idee, aber... ja. Ich hätte das anders gemacht. Ich hätte das wesentlich anders gemacht. Ich wäre hinter der schützenden Insel geblieben. Das waren die Torpedos vom Zerstörer. Ich hätte mich hinter der Insel versteckt, hätte erstmal die Kreuzis vorgelassen. Warum muss ich als schwimmende Festung vorfahren? Ich bin doch das Schiff in der Brandung in dem Moment. Ich muss im Prinzip hinten bleiben und Schaden austeilen und nicht nach vorne rennen. So, jetzt kriegt der Zerstörer natürlich eins auf die Mütze. Oh, und die Torpedos treffen. Gute Nacht. Definitiv. Nein, doch. Ich dachte schon, der überlebt das noch. Mit ganz wenig HP. So, wen haben wir noch? Wir haben hier noch eine Dresden gegen den Schlachtschiff. Weil wenn das Schlachtschiff jetzt dumm genug ist, bleibt es in der Frontalansicht, also in der Frontalfahrt, dann hat der Kreuzer recht leichtes Spiel, weil er eine höhere, sag schon, Nachladerate hat. Aber der Kreuz macht wenigstens eins richtig. Er versucht jetzt die Insel für sich zu nutzen. Das Problem ist, er muss sich so stellen, dass er weiter schießen kann und der Rest ihn nicht treffen kann. Schieß vor das Schiff, Kollege. Schieß vor das Schiff. Nutzt seine Fahrt. Das sieht nämlich gut aus, weil da, wo das Schlachtschiff hinrotzt, wächst kein Land mehr. Das ist brachial. Wenn das Schlachtschiff jetzt noch die AP-Munition geladen hat, dann gute Nacht. Zwei Treffer ist er weg, aber der hat scheinbar nur die HE geladen. So wie ich das sehe, weil er hat bis jetzt noch keinen guten Treffer gelandet zwar, aber normalerweise, ja, er hat definitiv HE-Munition, weil das Schiff ist in Brand geraten. Ihr seht es gerade vorne. So hat natürlich der Kreuzi noch möglichst eine Chance. Aber das Problem ist, unser Team ist nur noch zu 2 gegen 3. Fast nicht machbar. Muss auf jeden Fall den Schlachti rausnehmen, dann hätte der andere noch eine reelle Chance. Setz ihn in Brand. Er hat noch einen Feuerlöscher. Brennt er? Ja, er brennt. Er hat's gerafft. Man muss jetzt möglichst die Front und das Heck in Brand setzen, weil Schiffe haben jeweils immer beides. Ne? Front und Heck, was ihr in Brand setzen könnt, umso mehr Schaden gibt es natürlich auch. Okay, der Kreuz hier ist weg. Schlachtschiff überlebt. Mit. Ja, immer noch 4700 Leben. Und der Kollege ist auch schon ziemlich angeschlagen mit seinem Premium-Schiff. Ja, das Gescheiteste, was er jetzt machen kann, ist wirklich wegfahren und versuchen, die Runde noch zu überleben, wenigstens. Weil er wird dadurch mehr XP bekommen. Mehr kann er nicht machen. Er hat das als CBT geschenkt, als Closed Beta Tester. Lol. Das heißt, der Junge hat Erfahrung. Aha, ein... Wie heißt der? Ich sehe es nicht durch die Wasserspiegelung. Rambunctius Rat. So, so. Was ein geiler Name. Das Problem ist, egal was er jetzt macht, er hat keine Chance. Ich meine, gegen drei Schiffe, wir haben einen Schlachti, der noch 4700 Leben hatte, meines Erachtens, der sich jetzt ein bisschen hochreppen kann durch seinen Spezialskill noch. Sagen wir mal, der hat dann runde 6000 Leben. Und er selbst hat nur noch 10.600. Ich meine, der Schlachti zweimal im Brand gesetzt, ist auch schnell weg. Aber... Ja, das wird schwierig. Das wird richtig schwierig für den Kollegen hier. Also meine Einschätzung... Ja gut, das wird ein Punktesieg. Wir haben schon fast 1000 Punkte. Das ist ein Punktesieg, definitiv. Das ist nicht mehr zu retten. Er müsste jetzt sofort jemanden versenken, aber das ist nicht mehr zu retten. Weil er kommt gar nicht so schnell an die Gegner jetzt ran, damit er noch jemanden plätten könnte. Upsa. Na, geh wieder zu ihm. So, 5 Punkte, das war's. Sieg für die Gegner.
Trotzdem eine akzeptable Runde für uns, auch wenn es uns recht schnell zerlegt hat diesmal. Dementsprechend auch nur wenig XP, aber das hat, glaube ich, dann nicht auf den Sieg angezählt. Auf die dreifach XP. Oder zweifach XP, wie viel es da gibt, ich weiß es jetzt auswendig nicht. Ne, dreifach XP gibt es, ja. So, wir haben die noch zur Verfügung, das heißt, wir machen dann direkt nochmal eine Runde damit und versuchen uns damit die XP zu sichern. So, jetzt schauen wir eben noch schnell, können wir noch was erforschen? 412 haben wir. Nein, reicht für gar nichts. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis dann!